Audio-Post. Geklickt. Gehört. Hallo 987. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder ganz kreativ. Passwort. Die beliebtesten Passwörter sind vor allem 1. Einfallslos und unsicher. Kein Wunder, dass sie gehackt, geknackt oder schlicht vergessen werden. Eine echte Alternative könnten neue Zugangskontrollen sein. Gesichtserkennung. Fingerabdrücke. Iris-Erkennung, oder? Ja, diese Alternativen sind doch eine elegante Lösung. Habe ich doch das immer mit dabei? Andreas Wiesler ist Computerspezialist. Der Experte ist Inhaber von Go Security und berät alle, die es wissen wollen, in Sachen Computersicherheit. Er weiß: Wichtig ist, es werden immer nur bestimmte Punkte aufgezeichnet. Daher ist auch hier kein hundertprozentiger Schutz gegeben. Und die Anbieter müssen abwägen zwischen korrekt erkennen und korrekt ablehnen. Und da wird oft ein Mittelwert eingespielt. Daher gibt es bereits Anleitungen im Internet, wie man Gesichts- und Fingerabdrücke nachmachen kann. Huch, und was jetzt? Auf welche Alternative setzt der Profi selbst? Da jede Website und jedes Programm ein eigenes Passwort haben sollte, setze ich auf einen Passwortcontainer. Darin sind bereits über 500 Passwörter drin, unmöglich diese alle zu merken. Womöglich setze ich immer noch die Zwei-Faktor-Authentisierung ein. Das kann ein SMS sein, ein Zahlencode, der zusätzlich eingegeben werden muss. Heißt also, so ganz ohne Passwörter geht es doch nicht? Ein klares Jein. Passwörter sind zwar sehr schnell und einfach zu erstellen, jedoch je nach Komplexität auch sehr schwierig zu merken. Und daher ist eine gute Alternative wirklich angebracht. Denn angeblich arbeiten Experten ja schon an der sogenannten Sensorpille. Diese Pille könnte den gesamten Körper zu einem Identifikationsschlüssel machen. Ist das Spinnerei oder eine echte Alternative? Andreas Wiesler meint: Ja, das ist wirklich kaum vorstellbar. Aber seit Ende 2015 gibt es bereits Medikamente mit integriertem Chip. Es gibt sogar Freaks, die sich einen Chip unter die Haut setzen lassen. Ich bezweifle aber, dass dies momentan bei den Menschen gut ankommt. Denn auch diese Chips können Schwachstellen enthalten und allenfalls negative Einflüsse auf unseren Körper haben. Und wie sieht der Experte die nächsten Jahre? Haben die Passwörter 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder Hallo 987 noch Zukunft? Tatsächlich gibt es viele Alternativen zu Passwörtern. Viele Passwortdiebstähle in der Vergangenheit zeigen auch, dass es einen gewissen Zweifel daran gibt, ob das Passwort das richtige ist. Jedoch wird es nicht so schnell wegzukriegen sein, da es doch sehr günstig für die Anbieter ist. Also, das Ende der Passwort-Ära ist wohl noch nicht da, könnte aber näher kommen.